Heimspielauftakt für den Greifswalder FC im Volksstadion. Roland Kroos empfängt heute Christian Tiffert und den Chemnitzer FC vor traumhafter Kulisse. Über 2200 Zuschauer sind heute bei sommerlich heißen Temperaturen dabei. Greifswald mit einer guten ersten Partie beim BAK. Zwei Defensivfehler sorgten für die Niederlage. Ein Aufsteiger mit Ambitionen. Die ganze Stadt steht hinter dem GFC. Das merkt man auch heute. Kowal mit der ersten guten Möglichkeit nach gut 23 Minuten. Direkt im Anschluss die erste Trinkpause. Über 30 Grad. Ausnahmebedingungen hier heute. Tiffert schwört sein Team ein, etwas aktiver zu werden. Chemnitz mit einem perfekten Saisonstart. 3:0 gewann man gegen Tennis Borussia Berlin. Und die Worte des Trainers scheinen Gehör zu finden. Chemnitz wird gegen Ende von Durchgang 1 immer aktiver. Beim Saisonauftakt trafen Paljuka und Felix Brückmann, der erste Abschluss der Chemnitzer in diesem Spiel. Über 300 CFC-Fans hier heute mit dabei, bei 500 Kilometern Anreise. Die weiteste Fahrt des Jahres. Greifswald mit einer defensiv starken Vorstellung hier heute. Chemnitz aber jetzt spielbestimmt und findet immer besser in diese Partie. Paljuka fällt hier und es gibt Riesenproteste bei den Gästen. Der CFC will einen Elfmeter. Paljuka im Zweikampf mit Bandowski. Für mich ist das zu wenig. Auch wenn so ein Elfmeter schon mal gepfiffen wurde. Ein Torschuss in den ersten 45 Minuten. Zu wenig aus Sicht der Gäste. Greifswald lässt so gut wie nichts zu. Beachtliche Defensivleistung bis hierhin. Die Partie bis in die 63. Minute mit ähnlicher Prägung. Doch der GFC setzt jetzt, wie schon beim BRK, auf blitzschnelle Konter. Maxim Kowal, einer von zwei Neuen in der Startelf. Kowal, der Neuzugang aus Halberstadt, mit guten Akzenten in diesem Spiel. Doch mit Chemnitz hat man einen qualitativ richtig starken Gegner zu Gast. Und die blitzt hier mal wieder auf. Kurt, Brückmann steckt durch. Und das Czirčiček. Drei Kontakte schnell ausgeführt. Doch Matti Kamenz ist zur Stelle. Bisher ein vollkommen ausgeglichenes Spiel beider Mannschaften. Schlussphase. Greifswald will hier heute nach den Sternen greifen. Die 85. Minute. Pelivan schickt Bilbia. Neuzugang von TB, Alexander Bilbia. Gefährliche Flanke, doch Jakubow gedankenschnell. Der darauffolgende Standard, Bandowski, wird ausführen. Und die Ecke findet Julian Rüh. Das Eigengewächs, 21 Jahre alt. Auch er heute neu in der Startelf. Beste Phase der Greifswalder jetzt in diesem Spiel. Zur Schlussphase wechselt Kroos zweimal. Knechtel ersetzt Kowal. Der CFC zu passiv. Und da ist Lukas Knechtel. Gerade erst eingewechselt mit der Chance auf den Siegtreffer. Kakpo wäre noch im Zentrum mitgelaufen. Der Schuss am Ende etwas zu unplatziert. Christian Tiffert kann mit der Schlussphase nicht ganz zufrieden sein. Doch Chemnitz kommt nochmal über einen Standard. Kilian Paljuka. Und in der Mitte schraubt sich Kampulka hoch. Das muss es doch eigentlich sein. Ganz starker Reflex von Matti Kamenz. Und so verdient sich Greifswald seinen ersten Punktgewinn in der Regionalliga Nordost. Ich glaube, dass wir es heute nicht verdient gehabt hätten zu gewinnen, wir es aber auch nicht verdient gehabt hätten zu verlieren. Ich glaube, das war ein typisches 0-0-Spiel. Wir haben ja gesagt, auch schon vorher, dass hier eine Euphorie da ist, völlig verständlich auch. Ja, man spielt jetzt in der Region Nordost, das haben sie sich auch verdient. Und man sieht auch schon im ersten Spiel und jetzt auch, dass sie da durchaus mithalten können. Deshalb den Punkt nehmen wir mit. Es ist so, wie es ist. Ja, wir müssen ja jetzt nicht immer lamentieren. Und was haben wir jetzt weniger gut gemacht? Der Gegner hat auch ein paar Sachen gut gemacht. Und dann gehen die Spiele halt so aus, wie sie ausgehen. Ja, ich bin sehr zufrieden. Es war ja auf beiden Seiten möglich, auch das Spiel zu gewinnen. Aber unterm Strich ist das eine verdiente Punkteteilung, glaube ich. Das war auch unser Ziel, dass wir im Umschaltspiel schnell nach vorne kommen. Und wir hatten ja auch dann ein, zwei ganz gute Möglichkeiten. Am Ende, wie gesagt, die Punkteteilung, glaube ich, geht in Ordnung. Ein bisschen mehr Glück, dann können wir das Spiel aber auch gewinnen. Hier in Greifswald, glaube ich, ist ein schlafender Riese. Man hat es heute gesehen, eine richtig gute Kulisse. Und ich denke, dass in Zukunft vielleicht noch der eine oder andere den Weg ins Stadion findet.
Ja, ich bin sehr stolz auf unsere Mannschaft und natürlich auf den Verein, wie viele Fans hier gekommen sind. Ja, war echt ein sehr, sehr gelungenes Heimspiel. Ich glaube, wir haben es Chemnitz sehr, sehr schwer gemacht. Damit haben sie, glaube ich, nicht gerechnet und ja, im Grunde genommen geht das 0-0 in Ordnung. Die Euphorie der Fans ist spürbar, sowie das Konzept der Verantwortlichen. Greifswald ist mit Sicherheit in dieser Saison mehr als nur ein Aufsteiger.